Hallo ihr lieben Heiko, ist hier 13. August 1963, ist die Mauer ja aufgebaut worden. Interessant ist, wenn du mit jungen Leuten sprichst, die meisten wissen davon noch gar nichts. Genauso wie ich bei meinen Kindern auch festgestellt habe, 9. November 1989 ist auch kein Thema mehr. Darüber reden wir aber jetzt. Das heißt, Deutschland wurde ja geteilt. Wir wissen, die kommunistische Diktatur hat ja eine Mauer gezogen, einfach mal eine Mauer durch das Land Deutschland. Ich meine, interessant, uns wurde vorab ja schon unheimlich viel weggenommen von unserem Land. Es gibt ja kein Land auf der ganzen Welt, die Kriege geführt haben und denen einfach nach dem Krieg gesagt worden ist, USA, wenn man bei denen gesagt hätte, naja, also jetzt müssen wir euch aber Teil des Landes wegnehmen. Ich glaube, da wäre nichts mehr da. Da wäre die USA so groß wie eine Erbse. Könnte nur absolute Hauptbeispiel, könnte tausende Beispiele nehmen. Also man hat Deutschland so zerfleddert und 63, am 13. August war es auch der Fall. Interessant ist, wenn man sich mal genau anguckt, was passiert ist. Trotz alledem haben die Leute zu ihrem Land gestanden, haben sich als Deutsche empfunden oder haben sich als Deutsche gesehen. Und als die Mauer dann, wie gesagt, gefallen ist, am 9. November 89, gab es eine riesen Euphorie in dem Land. Ich bringe mal gerne ein Beispiel, Fußball-Weltmeisterschaft 1990, Teamchef Beckenbauer, wo denn die deutsche Nationalmannschaft in Italien Weltmeister wurde. Überall ein Fahnenmeer von deutschen Fahnen. Was ist daraus geworden, dass eine Kanzlerdarstellerin Merkel die deutsche Fahne einfach mal wie ein Stück Dreck, ist ja bekannt die Szene, einfach so weggeschoben hat, also eigentlich weggeschmissen hat, wo einer ihr diese Fahne ja bei so einer Art Pressekonferenz gegeben hat. Und das ist ein Zeichen für diese Zeit. Interessant ist, wenn man sich überlegt, es war ja nicht schon immer so. Man hat quasi, ich würde mal vermuten, so ab 1990, Pi mal Daumen, hat man alles unternommen, dass man sagte, Deutschland muss komplett zerstört werden. Jetzt muss ich dazu sagen, viele gucken nochmal an den Himmel und denken, oh, wo sind denn jetzt die Bomber, die da kommen und die Bomben, die fallen? Das ist ja viel perfider. Viel perfider. Es ist einfach mal über die Schulen, über die Geschichtsbücher, über diverse Indoktrinationen. Jahr für Jahr wurde das aufgebaut. Letztendlich ist es mittlerweile so, wo die deutsche Fahne durch die Regenbogenfahne ersetzt. Interessant ist, alle machen mit. Wenn man sich anschaut, die großen Firmen, fragt sich, wer macht eigentlich nicht mit in Deutschland? Überall ist der Regenbogenfahne. Ich gehe zu meiner Bank, will Geld holen. Am Automaten, bing, geht der Bildschirm an, Regenbogenfahne. Aber die Bank hat mich jetzt nicht gefragt, ob ich das eigentlich möchte. Und irgendwie haben die Leute, also die Systemmedien, und die Handlanger in der Politik, die haben die Bevölkerung auch nicht gefragt. Also bei mir hat keiner nachgefragt, habe nichts bekommen. Irgendwie im Briefkasten, ob ich das gut finde. Interessant ist aber bei den großen Wahlen immer, Bundestagswahlen etc., da sind immer im Briefkasten, selbst die Bild hat ja umsonst Zeitung rausgeschickt, da ist eine Propaganda im Gang. Also da fragt man uns nicht, ob ich überhaupt die Zeitung haben will, da gibt man uns die. Also es ist völlig verdreht. Interessant ist, dass die Masse leider das noch nicht mal mitbekommt, weil es läuft nach dem Prinzip teile und herrsche. So war es schon im alten Rom. Das heißt, ich muss eine Sache teilen, um dann herrschen zu können. Ich bringe mal gerne ein Beispiel von Diabalein, heißt ja auseinanderwerfen. Diabolos ist der Überbegriff, also das Teuflische. Tja, und im Endeffekt ist es genau das, was wir jetzt hier haben. Das heißt, man trennt uns, also in dem Fall auf Deutschland nur gesehen, aber du kannst doch viel größer sehen, Mikro gleich Makrokosmos, wie Paracelsus schon sagte. Man trennt dich auch von der Schöpfung. Man erklärt dir, es gibt ja gar keine Schöpfung. Also Gott gibt es ja sowieso nicht. Weil du bist so ein kleines Individuum. Du bist eigentlich ein Stück Fleisch mit zwei Beinchen unten dran und hast ein Gehirn. Aber wir helfen dir dabei bei der Einordnung der Gedanken. Deswegen guck mal den ganzen Tag ZDF und ARD. Und wenn du da aber in Frage stellst, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker, Nazi, Antisemit, bla 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 bla. Immer das Übliche. Und dann könnte passieren, dass du sogar deinen Job verlierst. Weil du bist ja dann ein Böser. Interessant ist, wenn man mal rüber guckt zu unseren Nachbarn, nehmen wir mal Polen, da ist überhaupt nicht der Fall. Also ich habe ja noch keine Regenbogenfahne gesehen und ich bin sehr häufig da drüben. Da sind die Leute, die halten es zusammen. Ich habe x-mal, also überall siehst du polnische Fahnen, die stehen zu ihrem Land. Man hat wirklich in Deutschland, muss man sagen, den großen Weichspüler, wahrscheinlich sind sie bei Ariel oder Persil, ich weiß es nicht, sind sie rangegangen und haben einfach mal den größten Weichspüler der Welt genommen und den haben sie in Deutschland ausgekippt, um das Bewusstsein der Deutschen völlig weich zu spülen. Sieht man speziell auch bei den Männern. Also ich bin ja nicht in der Stadt, wenn du da Männer mit Strapsen siehst, Gender umgebaut, ist okay. Und wenn parallel Frauen als Beispiel vergewaltigt werden,
Dann gucken die weg und sagen, das ist ja normal, normal. Ich meine, gehört doch mal dazu. Das ist ja nur nicht, das ist ja bloß eine Reflexsituation dort. So, wo in anderen Ländern kommen andere so, man wäre das undenkbar, muss man fairerweise, oder Polen wäre undenkbar, dass im Schwimmbad da irgendwelche Truppen kommen, die da Mädels angrapschen und vergewaltigen. Also 0, nichts, ja, würden sie rausschmeißen und die würden nicht einmal mehr zurückkommen, weil sie dann nämlich einen Denkzettel bekommen. In Deutschland ist genau umgedreht der Fall. Also wer da noch was sagt, der ist jetzt wieder ein Rassist, Antisemit. Also man hat wirklich geschafft, die deutsche Seele so zu vergewaltigen, deswegen rede ich heute gerade am 13. August darüber. Man hat also die Mauer in den Köpfen und in den Herzen und in den Seelen noch größer gebaut, um uns zu trennen. Kinder von den Eltern. Weil ich bin ja ein Fridays for Futures Kind. Meine Eltern sind ja eigentlich Mörder. Die sind ja verantwortlich dafür, dass wir jetzt in ein paar Jahren, dass die Erde nicht mehr existiert. Sagt wer? Also wurde ihnen reingehämmert. So läuft es ja nun mal in einer Indoktrination ab. Und dann werden denn Heterosexuelle gegen Schwule? Nee, mit denen rede ich nicht. Ne, der ist geimpft, der ist ungeimpft, mit denen rede ich auch nicht. Also überall gibt es imaginäre Mauern im Köpfchen der Leute. So krass wie noch niemals davor. Das heißt, auf keinen Fall dürfen die sich verbinden. Auf keinen Fall dürfen Geimpfte und Ungeimpfte sagen, wisst ihr was? Wir haben aber bestimmte Dinge, die uns doch verbinden. Ich mag das, das und das und das bei dir. Lass uns darüber reden. Und das ist gefährlich. Geht ja gar nicht. Ja, weil wichtig ist ja, du kannst ja dann, wenn alles zerstückelt ist, so normal, also wenn ich einen großen Energiekörper habe oder ich zerstückelte bis ins kleinste Detail seziere es, na, was soll denn da übrig bleiben? Funktioniert ja gar nicht. So. Und ich habe bis heute auch nicht verstanden, das ist so vergleichbar in Deutschland. Diejenigen, die auf ihre Fahne geschrieben haben, dieses Land zu zerstören, die sitzen in der Regierung. Und das haben die ja selber gesagt. Also ihr kennt ja die Zitate alle von Trittin, Fischer, Habeck, wie sie alle heißen, ist ja ellenlang. Also das haben wir schon vor 15 Jahren bei mir im Sendeformat gebracht. Deswegen ist das für mich langweilig, das oft zu führen. Ich verstehe bloß eins nicht. Du hast jetzt einen Untermieter bei dir zu Hause und dieser Untermieter, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als alles zu zerstören. Der schlägt die Scheiben, der gießt dann in einem Raum Buttersäure aus, den Auffang schon anzudrehen. Der zerstört quasi alles. Mit dem Presslufthammer irgendwann und du sagst dir, also quasi Presslufthammer, der Boden wird sogar zerstört, also dann wird alles kontaminiert. Naja, der meinte der bestimmt nicht so. Naja, der hatte bestimmt bestimmte Ziele. Eigentlich geht es ja um eine positive. Das ist, was ich nie verstanden habe, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Also, so viele Leute haben ihren Job verloren ohne Ende aufgrund dieser Politik. Wie gesagt, die Abrissbirne wird von allen Seiten hingeschlagen und die Leute sagen, naja, irgendwie wird es schon gehen. Naja, und das ist einmalig, weltweit. Deswegen, was ist die Lösung jetzt? Die Lösung ist, die Mauer im eigenen Kopf erstmal einzureißen. The Wall. Nicht umsonst bin ich ein Freund von Roger Waters und schätze extrem seine Message. Und deswegen habe ich so oft was über ihn gebracht. The Wall, das ist von 1980. Die Mauer einreißen, die Gedankenkontrolle einreißen. Muss man sich mal vorstellen, vor 40 Jahren hat der Mann das schon thematisiert. Unvorstellbar. Der ist aber jetzt ein Antisemit. Der ist jetzt ein Böser. Und so läuft es ab. Also das ist alles komplett verdreht. Deswegen ist es immer wichtiger, wer weniger Fernsehen sieht, mehr durch. Wirklich konsequent kann ich wirklich allen nur raten, diese vergifteten Systemmedien zu meiden, sich auf positive Sachen zu konzentrieren, auf schöne Dinge. Jetzt beispielsweise bei dem Wetter rauszugehen in die Natur, mit der Familie sich zu treffen und einfach schöne Dinge für Herz und für die Seele zu tun und auch anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Alles Liebe, euer Heiko, bis zum nächsten Podcast. Freue mich auf euch.